Ohne diese drei Dinge kriegst du nie ein siebenstelliges Business hin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und heute geht es darum, wie du zu einem siebenstelligen Business kommst. Ganz genau gesagt, welche Einstellungen du dafür brauchst, und zwar egal für welches Business. Natürlich vor allen Dingen für Dienstleistungsbusiness, also auch natürlich Coaching, Beratungsbusiness, aber auch für viele andere. Heute geht es um ganz grundlegende Dinge. Und ja, ich gehe natürlich auf mein eigenes Beispiel ein. Ja, auf das, was wir zwischen 2017 mit null angefangen haben, dann jedes Jahr 300% gesteigert haben, bis hin ja zu einem achtstelligen Unternehmen, also wo wir mehrfach siebenstellige Umsätze, 5, 6, 7, 8 Millionen pro Jahr gemacht haben, wiederholbar, ja, reproduzierbar und so weiter. So, und das sind ja ganz unterschiedliche Phasen, und viele da draußen, ja, machen einen sechsstelligen Umsatz, tiefen sechsstelligen Umsatz, wie ich früher, bleiben da stecken, die kleben wie Patex da drauf. Jetzt geht es darum, in diesem Video zeige ich dir den Weg auf, welche Einstellungen brauchst du eigentlich, um so einen siebenstelligen Umsatz nahe hinzukriegen. Auf was kommt es wirklich an? Natürlich vorausgesetzt, dass du die richtige Positionierung hast und grundsätzlich ja die richtige Strategie für das Business, für das du jetzt angetreten bist. Für ein Coaching-Beratungsbusiness gehe ich noch spezifischer drauf ein, auch von der strategischen Seite. Aber in dem Video konzentriere ich mich jetzt drauf auf die Einstellungen, ja, auf das Unternehmer-Mindset, was das genau heißt. Ja, und ich habe dir ja drei Dinge genannt am Anfang, auf die es ankommt und ohne das du, ja, auf keinen Fall zum siebenstelligen Umsatz kommst. Und jetzt kommt es für dich. Ja, die schlechte Nachricht ist ja, dass 95% der Leute, die irgendwie ein siebenstelliges Business eines Tages haben wollen, das einfach nie schaffen. Okay, das ist ja Fakt. So, wir können ja drüber heute auch reden, warum sie es nicht schaffen. Und wenn du schlau bist, ja, dann lernst du es ja draus und machst besser, und dann zählst du zu den 5%. Und das, worüber wir heute sprechen, das zeigen ja die 5% aus. Ja? Jeder möchte gern ein Millionenbusiness haben, jeder möchte gern Luxus haben, jeder möchte gern vermögend sein, jeder möchte das gerne. Aber die wenigstens tun das, was ich heute dir sage. Also von daher kann ich sagen, dieses Video allein ist eine Million Dollar wert. Ja, der berühmt-berüchtigte 1-Million-Dollar-Tipp. Ja, okay, gut, fangen wir einfach direkt an. Also gehen wir einfach mal davon aus, du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast von null gestartet und hast es eben zu einem bestimmten Punkt gebracht, wo du zumindest einen sechsstelligen Umsatz machst. Ja, und das hast du schlank gemacht, du hast die Basics selber gemacht, wie ich es immer empfehle. Gerade im Marketing ist wichtig, dass du eine Weile lang alles selber machst, ja, um einfach dein System rauszufinden. Und jetzt, wenn du skalieren und wachsen willst, ist natürlich unternehmerisches Denken gefragt. Ja, unternehmerisches Denken, es hört sich so abstrakt an. Jetzt machen wir es mal konkret. Was bedeutet denn das konkret? Okay, jetzt gehen wir ein paar Punkte einfach mal durch. Was bedeutet unternehmerisches Denken? Wie kriegt man ein Business zum Wachsen? Weil von 6 auf 7 stellig, das ist ja 10x, das ist ja 10-mal so viel. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, 10% mehr, zack, bumm. Nee, das ist 10-mal so viel. Das ist 1000%. Das ist richtig viel mehr. Da kommst du nicht mit den Strategien aus, die du gelernt hast, um von 0 auf 100.000 zu kommen. Du brauchst neue Strategien, die jetzt von 100.000 zu 1 Million führen. So, also was konkret heißt unternehmerisches Denken? Jetzt machen wir mal ein paar Beispiele. Sagen wir mal, du hast ein Marketing-System rausgefunden, das mal grundsätzlich funktioniert. Und du weißt vielleicht, ja, eine Methode, die ich ja gerne mache, ist, ich mache jede Woche eine Live-Sendung. Eine geile Live-Sendung. Etwas, wo du mich nachts wecken kannst. Da kommen einfach Leute hin, die wissen wollen, wie sie ein Business zum Wachsen kriegen oder eben auf siebenstellig kommen. Die wollen sich auch persönlich beraten lassen. So, so einfach ist es. Da zeige ich meine Expertise, ich rede über das, was ich sowieso gern mag, und ich kann direkt Leute beraten, die ich überhaupt nicht kenne. Das macht mir Spaß, okay? So, das ist meine Methode. Ich lade die Leute da ein, die vielleicht beim Lead-Magnet, bei unserem Bestseller, dann haben die vielleicht erworben und jetzt wollen sie halt näheren Kontakt haben oder die folgen mir auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo. So, und jetzt wollen sie persönlichen Kontakt, zack, bumm, ich schreibe ein Mail, hallo, am Mittwoch mache ich eine Sendung, du kannst da hinkommen, na, zum aktuellen Thema, oder du kannst dich sogar direkt beraten lassen, die Leute kommen dahin. Und das ist meine Methode, okay?
Jetzt weißt du, das funktioniert. Ich kann eigentlich problemlos jede Woche einige Strategiegespräche bekommen und nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kriegen wir die ja abgeschlossen und überzeugt. So, jetzt willst du dein Business skalieren. Also hast die Methode, auf das kommt es an. Das meine ich eben. Und jetzt willst du das skalieren. Ja, was du jetzt machen musst, ist, du musst investieren können. Das bedeutet, du musst damit leben, dass du jetzt Geld ausgibst, zum Beispiel für Werbung. Okay? Gibst du vielleicht 10.000 aus, damit da mehr hinkommen, aber du hast ja keine Garantie, dass die Leute jetzt da hinkommen. So, du musst substanziell Geld ausgeben. Oder Beispiel. Ja. Stell dir vor, du schreibst so einen Bestseller mit meiner Hilfe, also nicht irgendwie was von irgendeinem Verlag, das nichts bringt. Sagen wir mal, du schreibst so ein Buch. Ja, auch da musst du Geld ausgeben, das du mir bezahlst, dann das Buch, dann musst du das drucken lassen. Ja, so, und jetzt musst du vielleicht sogar noch Werbung schalten, um das Buch quasi zu publizieren. Ja, das heißt, du hast erstmal viele Tausend ausgegeben und hast null Einnahmen, okay? Heißt investieren. Jetzt aber so, ja, wir haben das 20.000 Mal verkauft und klar, wir haben vielleicht, weiß ich jetzt auch nicht, mindestens 1 Million, vielleicht 2 ausgegeben bis zu dem Punkt, wo die Leute sich eingetragen haben. Und jetzt kommt der Punkt. Sagen wir mal, wir haben 1 Million ausgegeben, okay, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ist ja egal. Also relativ viel Geld und das führt ja dazu, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, aber aus diesen 20.000 Büchern haben wir 20 Millionen Umsatz gemacht. Das heißt, 20 Mal so viel reinbekommen, wie wir ausgegeben haben, okay. Aber jetzt ist ja genau der Punkt. Ja, du musst dich dahin arbeiten und das mental aushalten, dass das ja nicht sofort geschieht. Als Beispiel, ne? Du schreibst ein Buch, das dauert ein paar Monate, dann druckst du das Buch, da fallen lauter Kosten an. Ne? Dann zahlst du den Grafiker und bliblablum. So, dann brauchst du jemanden, der die Landingpage macht. Okay, das ist jetzt in unserem Programm alles, zack, boom, enthalten. Ja? Aber trotzdem, es kostet ja auch Geld. So, und nachher gibst du in Werbung aus. So, das heißt, du hast X ausgegeben und null Einnahmen. Und das halten die meisten nicht aus. Ja, das ist unternehmerisches Denken. So, und jetzt, wenn dann dieser ganze Prozess richtig gemacht ist, ja, wenn er richtig gemacht ist und da ist deine Lebensversicherung, nämlich ein Coach, der dafür sorgt, dass du auf der Spur bleibst und das so machst, dass halt auch was rauskommt. Und wenn du das jetzt richtig machst, ja, dann kommt halt ein Vielfaches dabei raus. Und so werden Vermögen gemacht. Im Schafkopf, früher in Bayern, haben wir gesagt, wenn jetzt einer nicht mutig gespielt hat, hiebieselt ist. Ja, das bedeutet, der hat die ganze Zeit Spatzen hingelegt, so gewinnst du kein Spiel. Ja, du musst halt auch mal ein O und ein König hinlegen oder ein Ass. Ja, und das heißt unternehmerisches Denken. Du musst investieren können und aushalten können, dass vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Monate da dazwischen liegen. Ey, das ist eindrücklich, ja. Dann haben wir ja erst von den 20.000, die 20 Millionen haben wir ja im Grunde genommen mit 500, vielleicht 800 gemacht, ja. Ja, und dann fragt man sich, okay, was ist mit den anderen 19.500? Dann bin ich mal auf eine Veranstaltung gegangen vor einem halben Jahr. Da wollte ich wirklich selber was lernen. Also, das heißt, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass irgendjemand dort ist, der mein Buch gekauft hat. So, und jetzt ist folgende Geschichte, ja, da bin ich von mindestens 10 Leuten angesprochen worden, die nicht nur das Buch gekauft haben, die haben das zweite Buch gekauft, die haben 10 YouTube-Videos angeschaut, aber von denen habe ich noch nie was mitbekommen. Die haben noch nie ein Strategiegespräch gebucht, die sind nie einen Kommentar, nichts, nur passiv, okay? Das heißt, die Dunkelziffer, also wir haben 20 Millionen upfront gemacht, direkt, so. Aber die Dunkelziffer von denen, die eigentlich auch Fans sind, die sind nur noch nicht so weit, dass sie gerade kaufen. Die sind noch viel größer, okay? Das heißt, dass die Rendite von der Million, die wir ausgegeben haben, für die 20.000 noch viel größer ist, ja? Und das ist das Geheimnis von unternehmerischem Denken. Jetzt habe ich mal ein Beispiel durchdekliniert. Wenn du jetzt einen sechsstelligen Umsatz hast, okay? So, und wie willst du jetzt weiterkommen? Ja, da brauchst du halt einfach eine Abkürzung. Da musst du jetzt einen guten Coach buchen, der für dich passt. Ja? Und ganz ehrlich, wenn du da ein 12-Monats-Programm gutes kaufst, der Marktstandard ist plus minus 40.000. Sage ich jetzt einfach mal so in den Raum gesprochen. Ja, und das ist ja auch völlig okay, weil wenn du in eine Kategorie kommst, wo du vorher vielleicht im Monat 10 gemacht hast und da auch immer wieder mal, das hat massiv geschwankt, jetzt kommst du plötzlich in eine Kategorie, wo du jeden Monat 50 machst, ja, wo es vielleicht nicht mehr zwischen 5.000 und 15.000 schwankt, sondern zwischen 35.000 und 65.000 und das auf 3 Jahre rechnest, ja, nur schon die Differenz, da machst du ja 40.000 jeden Monat, eine halbe Million im Jahr mehr, das sind ja über 3 Jahre gerechnet 1,5 Millionen.
hey, das ist der Deal deines Lebens, dass der Coach dafür 40.000 will, damit der dich in die Kategorie coacht, ja, so, also das heißt, du musst investieren können und wenn du dir einen schlechten Coach, so einen billigen Jakob holst, der es vielleicht auch für 15.000 macht, ja, ich kann mich noch erinnern an einen Verkaufsleiter, einen Kollege von mir damals bei Sorowski, ich war ja im Vorstand, in der Zeit, als die Firma von 500 Millionen auf 2 wuchs, ja, hat mal jemand gesagt, if you pay peanuts, you get monkeys. Das bedeutet, ja, wenn du jetzt nach dem Billigen suchst, ey, dann kommst du nie in die Kategorie, ja, oder holst du dir irgendjemand, wo du dann halt von 5 bis 15 auf 7 bis 17 kommst und nicht den Sprung machst und dann schwenkst du Monatsumsatz von vielleicht 35.000 bis 65.000, ja. Also sprich, wenn du den Sprung schaffst mit einem guten Coach oder Berater oder Mentor, ja, hey, dann machst du ja 1,5 Millionen mehr über 3 Jahre, Minimum, ja. Da kannst du doch 40.000 investieren und die meisten tun das nicht. Ey, die suchen jemanden für 15, für 20, für 25, ja. Oder versuchen jemanden für 30 zu bekommen. Aber glaub mir, eine gute Mastery für 12 Monate, so ein Mentoring-Programm, macht niemand, der Qualität hat, der die imstande ist, dich wirklich dahin zu bringen, für unter 40. Also das ist der Marktpreis einfach. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, also 40, 50, sag ich jetzt mal. So. Und auch das ist ein Beispiel für Investieren. Ich schaue hier nochmal drauf. Ich habe noch ein paar Beispiele. Was haben wir noch für ein paar Beispiele? Ja, zum Beispiel auch YouTube-Videos. Ja, ich mache seit Jahren jede Woche ein YouTube-Video. Ja, viele, ja, denen ist es zu langweilig, wenn da nicht gleich nach dem ersten YouTube-Video super viel rauskommt und da wird halt am Anfang nichts rauskommen. Ja, was du direkt in Umsatz münzen kannst, dann lassen die das wieder und hocken lieber auf ihre Couch rum. Und ich habe ein Video gemacht über Laura Marlina Seiler. Die hat halt wirklich jahrelang jede Woche ein YouTube-Video gemacht. Und das wirst du bei mir auch sehen. Und weil das so ist, zahlt sich das über lange Zeit einfach aus. Genau dasselbe wie mein Instagram-Kanal. Ja, da musst du auch einfach lange durchhalten. Und der Spruch ist einfach Short-Term Pain, Long-Term Gain. Kurzfristig hast du immer auch den Impuls, oh, ich will lieber chillen. Ja, natürlich möchte ich gern chillen. Ich möchte gern auch mal nichts tun. Und das tue ich auch, ja. Aber es gibt halt ein paar Must in einem Business. Ja? Das heißt, wenn du bestimmte Dinge tust, die sich langfristig super auszahlen, gerade dann, wenn du einen 7-stelligen Jahresumsatz willst, zum Beispiel du wächst organisch in YouTube, ja, weil du jede Woche ein gutes Video machst oder Instagram, ja, du wächst einfach da kontinuierlich und da kriegst du daher auch Anfragen, weil du halt einfach guten Content machst, ja, und deshalb einfach auch keine Eintagsfliege bist, also alle paar Monate mal irgendeinen Post, nee, sondern wirklich regelmäßig. Und das ist unternehmerisches Denken. Es kommt nicht kurzfristig der Gewinn, aber dadurch, dass du das kontinuierlich mit der richtigen Einstellung machst, ist eigentlich der Erfolg unvermeidlich, wenn du die richtige Strategie hast. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass du gerade dann, ja, die richtige Strategie vom richtigen Coach holst. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du den Besten für 40 oder 50.000 kriegst für ein 12-Monats-Programm, das dich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dorthin bringt, dass du einen für 25 suchst. Das sind nur 15 weniger bei dem Risiko. Der kann gar nichts, der hat die Erfahrung nicht. Der ist nicht exzellent, ja, sonst würde er nicht so günstig anbieten. Der kann dich unmöglich dahin bringen. Die Wahrscheinlichkeit ist total klein. So, und die echten Könner, die es können, wo du eben eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass das wirklich klappt, die haben ihren Preis, die gehen nicht runter. So, und das ist die Lektion, die ich zahlen musste, unternehmerisches Denken. Weil wenn du dich fragst, warum habe ich 10 Jahre gebraucht von 2007, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ja, und immer dasselbe, 10 Jahre lang, seit 2017, wuff, 300% jedes Jahr. Warum? Ja, weil ich unternehmerisches Denken gelernt habe, weil ich dann wirklich unternehmerisch gedacht und auch gehandelt habe, weil ich investiert habe, weil ich in Abkürzungen investiert habe, weil ich mehrfach immer den besten Mentor und Coach genommen habe, ja, weil ich in Systeme investiert habe, weil ich in Mitarbeiter investiert habe, weil ich in Werbung investiert habe und weil ich in diesen Buchprozess Gott sei Dank investiert habe. Ja? Und ganz ehrlich, Gott sei Dank machen das die wenigsten. Das ist ja der Vorteil für dich, wenn du das machst und so langfristig die Strategie anwendest. Ja, dann holst du dir den Jackpot. Und 95%, das ist ja ein Riesenvorteil, können von ihrem Mindset her gar nicht so vorgehen. Das bedeutet, wenn du es fertig bringst, so vorzugehen, dann holst ja du den Jackpot. Also,
Das ist alles für dich super. Ja, also ich bin immer froh, na, wenn ich mit meiner Einstellung sozusagen, ich habe immer so eine Contrarian-Strategie, ja, die meisten denken halt anders und ich bin froh, dass ich anders bin. Na, ich hatte lange in meinem Leben gehadert, hatte so das Gefühl, hey, ich bin ein bisschen anders. Bis ich auf einer Eröffnung von einer Privatbank, da war ich damals als Unternehmensberater in Zürich eingeladen, hat mir ein Star-Investor, also in dem Raum waren gefühlt 100 Milliarden, okay, zur Eröffnung sind lauter, ja, vielfache Millionäre, Milliardäre eingeladen worden und ich als Unternehmensberater von dieser Privatbank. So, und da hat mir einer von denen verraten und ich habe ihm gesagt, habe mich gefragt, wie investierst du? Und ich habe dem das erklärt und dann hat er gesagt, ey, für dich, ich dachte, das sei ein Problem, dass ich anders denke. Er hat gesagt, nee, das ist ein Geschenk. Weil, wenn du denkst wie alle, ja, dann kannst du ja nicht viel gewinnen. Aber wenn du anders denkst wie die anderen, dadurch holst du den Gewinn. Oh, ich habe solche Augen gemacht. So, und deswegen bin ich froh, dass ich eben anders denke als die 95%. Und wenn dich das anspricht, dann hast du auch gute Chancen, zum, ja, zum größeren Checkpoint zu kommen, dich nicht einfach mit sechsstellig zufrieden zu geben. So ein Witz, wenn ich ein neues Geschäft mir überlege, ja, ey, mein Minimumziel ist, ich muss in 12 Monaten die Chance haben, 1 Million damit zu verdienen. Sonst bin ich gar nicht interessiert. Und diese Einstellung solltest du auch haben. Das ist alles möglich. Und ich habe dir jetzt etliche Beispiele eben gesagt. Was bedeutet jetzt in der Praxis unternehmerisches Denken? Weil ohne dieses unternehmerische Denken kommst du niemals, machst du nie den 10x-Schritt von 100.000 Umsatz zu 1 Million Jahresumsatz. Und wenn du jetzt sagst, hey, das hat mich jetzt aber angesprochen, ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du auf mich zukommen kannst. Denn meine Mission ist es, Leuten wie dir zum luxuriösen, ja, Millionärsleben quasi zu verhelfen, dass du Bock hast, aus eigener Kraft zu erschaffen. Da coache ich dich eine Zeit hin. Ja, da coache ich dich hin. Zum Beispiel in so einem Mastery-Angebot. Ja, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, hast du mehrere Möglichkeiten. Unterhalb von diesem Video findest du einen Link, da kannst du natürlich ein Strategiegespräch vereinbaren. So, und da analysieren wir mit dir, wo du stehst, wo du hin möchtest und welche Strategie dich am besten dahin bringt, wo du hin willst. Und dann gucken wir, ob wir perfekt zusammenpassen. Wenn es ein Perfect Match ist, hey, dann können wir zusammenarbeiten. Ja, wie geil ist das denn? Okay, und wenn du aber schneller, vielleicht noch einen persönlichen Eindruck mit mir möchtest, gibt es jede Woche die Möglichkeit, zu meiner Live-Show, zu meiner Business-Live-Show zu kommen. Und wenn du Bock hast, sogar deinen Fall vorzustellen, berate ich dich kurz, so 10, 15 Minuten persönlich. Ja, und dann gewinnst du noch einen persönlichen Eindruck. Das gibt dir Sicherheit, mir übrigens auch, ob ich haben will. Und für dich Sicherheit, ob du mich haben willst. So, und wenn es passt, ist doch super. Ja, wenn nicht, ist auch okay. Ja, tolle Chance. Also, entweder zum Strategiegespräch anmelden oder zur Live-Sendung. Ja, that's it. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, schreib unbedingt einen Kommentar drunter, like das Video, like es weiter und abonniere vor allen Dingen den Kanal, denn jede Woche gibt es solche tollen Videos wie dieses oder halt spannende. Ich wünsche dir, dass du deinen Traum erreichst, ja, zu einem größeren Umsatz zu kommen, vielleicht zu einem Millionenumsatz, ja, egal was dein Business ist. Und glaub mir, egal was dein Business ist, ich kann dir zum nächsten Schritt auf jeden Fall verhelfen. Probier's, melde dich zum Strategiegespräch an, komm zur Live-Sendung. Ich hoffe, dass wir uns schon bald kennenlernen. Bis bald, dein Christian.